8 Spiele, 8 Siege. Für den FC St. Pauli kam die Länderspielpause fast zur Unzeit. Am Sonnabend geht es im Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg. Dass Lead Paccarada im Sommer zum 1. FC Köln wechselt, ist eigentlich seit Januar fix. Am Mittwoch jedoch der Schock. Denn die Kölner wurden von der FIFA mit einer Transfersperre für die kommenden beiden Wechselperioden belegt. Grund dafür der unerlaubte Transfer eines slowenischen Sturmtalents. Müssen wir da abwarten. Ich werde mit Packer klar später kurz ein, zwei Worte darüber wechseln. Aber wer Packer kennt, weiß, dass er Vollprofi ist, dass er solche Themen sehr gut auch mit sich alleine ausmachen kann. Er weiß, dass er jederzeit zu mir kommen kann und ich weiß, dass er sich sehr, sehr, sehr gut aufs Sportliche konzentrieren wird. Dort wartet am Sonnabend das Heimspiel gegen Regensburg. Der Jahn ist am Millerntor zwar noch sieglos, konnte dank zweier Siege zuletzt die Abstiegsplätze jedoch verlassen. Dementsprechend selbstbewusst reist der SSV nach Hamburg. Es zeigt auch, was für eine Bereitschaft sie haben. Eine Bereitschaft, in der Liga zu bleiben, eine Bereitschaft zu kämpfen. Das sieht man auch an der Zweikampfquote und auch, wie sie einfach Fußball spielen, sehr aggressiv. Sie können dem Gegner wehtun und deshalb ist es für uns wichtig, da trotzdem dominant aufzutreten, die zwei, drei Aktionen gar nicht zuzulassen. Und wenn wir sie zulassen, dann konsequent zu verteidigen. Und dann hoffen wir, dass wir den nächsten Schritt in unserem Prozess gehen. 24 von 24 möglichen Rückrundenpunkten und nur noch 8 Zähler Rückstand auf den Relegationsrang 3. Die Stimmen, wonach die Kiezkicker noch ins Aufstiegsrennen eingreifen, werden immer lauter. Klar werden die Spieler immer wieder dazu angesprochen, aber auch da habe ich versucht, den Spielern bestimmte Werte zu vermitteln und das betone ich immer wieder, Demut, Bescheidenheit, das tut uns ganz gut, weil nochmal, der Punktabstand zu den Oberen ist immens und deshalb will ich darüber gar nicht reden. Sondern weiterhin Ergebnisse sprechen lassen, auch mit Hilfe von Paccarada, damit vielleicht sogar Spieler und Verein gemeinsam den Aufstieg in die Bundesliga feiern können.